Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, heute wollen wir uns diesem Tag hier ein bisschen genauer widmen, was da alles drin steht. Und wir sehen oder wir wissen ja, dass in dem Head-Teil irgendwie Zeug steht, das man so nicht direkt auf der Seite sehen kann, aber doch irgendwie wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr mittlerweile schon mal in ein paar Seiten reingeguckt habt, also fremden Text gelesen habt, dadurch lernt man wirklich viel. Aber wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ist es wahrscheinlich sehr interessant für euch. Okay. Und zwar geht es heute zunächst einmal darum, dieses HTML hier oben, ich kann immer eine Sprache angeben, nämlich mit lang. Lang gleich DE minus DE, also deutsche Sprache aus Deutschland. Hier kann ich natürlich auch CH oder sowas angeben, dann ist es halt mit Schweizer Akzent oder sowas. Genau, kann man machen, ist auch relativ nützlich und ja, braucht man aber eigentlich nicht unbedingt. Standard ist, glaube ich, Englisch oder sowas, aber es ist nicht wirklich wichtig. Wichtig wird es jetzt hier innerhalb des Head-Teils, und zwar mit den Meta-Elementen. Meta, schreibt sich eben nicht von Hand oder nicht automatisch, muss man alles eingeben. Und hier haben wir ähnlich wie bei dem Input immer verschiedene Möglichkeiten, was wir für einen Typ angeben können, nur dass jetzt diesmal der Typ der Name ist. Und wir können über den Namen hier verschiedene Sachen angeben, wie zum Beispiel, wie unsere Seite gefunden werden soll. Das ist extrem wichtig, denn ihr wollt ja, dass eure Webseite irgendwie schon Zuschauer hat, also Leute, die auf die Webseite draufstoßen. Und deswegen müsst ihr irgendwie Keywords angeben, wie zum Beispiel Google euch finden soll. Denn wenn Google das alles von selber macht, dann trifft es vielleicht das Falsche. Zum Beispiel würde es dann was einfach völlig falschen Content bei euch rein interpretieren. Aber hier könnt ihr einfach direkt sagen, okay, meine Keywords, so soll mich Google finden, wenn ich nämlich hier HTML angebe. Darüber dreht sich die Seite ja hier. Dann haben wir hier immer noch eine Form, nicht from, sondern Form angegeben. Dann könnt ihr hier, keine Ahnung, noch x-beliebig viele Keywords reinschreiben, über die dann die Suchmaschinen euch finden. Das ist wirklich sehr nützlich und ja, ihr werdet, also ich brauche jetzt hier eigentlich die Seite gar nicht aktualisieren, ihr werdet hier nichts finden, denn es hat sich an für sich nichts geändert. Das ist einfach nur, wie die Suchmaschinen euch finden. Okay, ja, das ist sozusagen Keywords. Ein weiterer Meta-Tag ist, in dem Fall brauchen wir einfach wieder ein Meta, das braucht keinen Schlusstag. Ähnlich wie bei Input auch, brauchen wir auch keinen Schlusstag. Und zwar Meta. Name gleich Description. Description ist ähnlich wie Keywords, hilft auch den Suchmaschinen, euch irgendwie zu finden. Allerdings brauchen wir hier jetzt keine Schlüsselwörter, nach denen gesucht wird, sondern ja, was da wirklich als Textbeschreibung drin steckt. Ich sage jetzt einfach mal hier: The Morpheus, viele geile YouTube-Tutorials. So, das wäre jetzt eine Beschreibung, die würde dann zum Beispiel bei Google auftauchen, unten drunter. Wenn ihr mal bei Google sucht, dann habt ihr immer so ein bisschen Text da rumstehen. Und wenn ihr drüber fahrt, seht ihr den dann auch. Das ist die Description. Okay, zu den Charsets habe ich auch schon einiges gesagt. Das kann man hier auch angeben. Meta Charset gleich UTF-8. Brauchen wir hier gar nicht mehr. Das gibt auch nur an, wie eure Seite quasi aufgebaut ist, sprich welche Zeichen ihr hier benutzt und so weiter. Ist vor allem irgendwie interessant für chinesische Browser oder sowas, die dann vielleicht nicht unbedingt UTF-8 haben, sondern was weiß ich, was die benutzen. Okay, aber braucht man nicht unbedingt. UTF-8 ist, soweit ich das weiß, Standard. Okay, ja, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Autor anzugeben. Autor Content, und dann hier kommt der Autor rein, also zum Beispiel The Morpheus. So, und ja, jetzt könnt ihr sozusagen über Google richtig gut Zeug finden, also über diese Meta-Tags hier, wie ihr gefunden werden wollt. Also über die Description werdet ihr wahrscheinlich gefunden oder das wird euch angezeigt. Über die Keywords werdet ihr gefunden und über den Autor werdet ihr logischerweise auch gefunden. Okay, und dann noch was, was ihr wahrscheinlich von Facebook oder Konsorten kennt. HTTP Equiv Refresh. Das ist ziemlich nützlich. Das benutzen viele Chat-Engines oder sowas, um euch automatisch die Seite zu aktualisieren.
Und zwar alle 20 Sekunden in dem Fall jetzt gerade. Ich glaube, Facebook aktualisiert alle 5 Sekunden oder was weiß ich was. Da macht es immer so ein bisschen so zip oben und dann lädt die Seite sozusagen neu. Und wir haben automatisch eine freshe Seite, wo der Content aktualisiert wurde. Zum Beispiel, wenn sich an der Datenbank was ändert, dann wird es automatisch wieder geholt und so weiter und so fort. Ziemlich nützlich und deswegen darf man das auch echt nicht vergessen. Gut. Okay, zwei habe ich noch. Die sind jetzt wirklich nicht sehr bekannt und auch nicht so wirklich wichtig irgendwie. Aber das eine ist, sind auch wieder Meta-Tags logischerweise. Und zwar, das eine ist ein Name... Robot. Robot. Funktioniert, glaube ich, auch nicht überall, aber ist auch wieder für die Suchengine gedacht. Content gleich. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Index, Follow anzugeben. Das ist das, was normalerweise gemacht wird. Das bedeutet für die Suchmaschinen, also ist natürlich auch optional, ihr könnt den auch komplett weglassen hier. Das bedeutet, die Suchmaschine soll mit eurer Index-Seite anfangen und alle Seiten durchsuchen. Nach irgendwelchen Sachen, die halt irgendwie gefunden werden wollen. Also zum Beispiel Wikipedia. Da werdet ihr nicht immer auf wikipedia.de oder .com, glaube ich, ist es, oder .org, keine Ahnung. Ihr werdet nicht immer auf die Startseite von Wikipedia geleitet, sondern ihr werdet auf die Unterseite von Wikipedia geleitet. Wie zum Beispiel HTML als Seite von Wikipedia. Und das ist genau deswegen, weil Google nicht nur die Startseite, also wikipedia.org, durchsucht, sondern weil es auch alle Unterseiten durchsucht, also wikipedia.org/html. Genau, damit ihr auch immer auf die richtige Seite kommt. Ihr könnt ja auch ein Unfollow machen, dann wird automatisch immer nur die Startseite durchsucht, also immer nur wikipedia.org. Das macht dann vielleicht Sinn, wenn ihr nur Unterseiten zu einem bestimmten Thema habt und auf eurer Oberseite alles verlinkt ist, was ihr irgendwie braucht. So. Aber für große Webseiten immer irgendwie Index und Follow angeben. Gut, es gibt noch, glaube ich, zwei weitere Arten, No-Index und Follow und No-Index-No-Follow, wobei ich nicht genau weiß, wofür man No-Index-No-Follow braucht. No-Index heißt, dass die Startseite halt, soweit ich weiß, nicht durchsucht wird, aber die braucht man eh eigentlich nicht. Also Index-Follow ist völlig in Ordnung, ist, glaube ich, auch der Standard. Okay, der letzte Meta-Tag, den ich euch heute zeigen möchte, ist der Meta-Name gleich Revisit minus After. Revisit After Content und dann, ich glaube, man schreibt hier 3 Month oder sowas hin. Oder 5 Month oder sowas. Und das gibt an, also Suchengines wie Google oder sowas, die indexieren jede Seite. Das heißt, die speichern sich jede Seite im Web, die sie gerade mal so anzeigen würden. Und jede Seite, die sie anzeigen würden, wird dann irgendwie gespeichert mit den Contents und so weiter. Und wenn dann jemand danach sucht, dann suchen die nicht live nach dieser Seite im Internet, das würde viel zu lange dauern, sondern sie suchen in ihrem Index, in ihrer Datenbank und das geht relativ fix. Deswegen ist auch Google so schnell. Was das jetzt sagt hier ist, dass die Suchengine die Seite neu laden soll in ihren Speicher nach 5 Monaten. Ansonsten wird es keine Ahnung wie häufig gemacht. Aber es bedeutet, dass sie nicht jeden Tag nach dieser Suchengine nach dieser Seite hier sucht und die neu indexiert, sondern eben erst nach 5 Monaten. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Soweit ich weiß, geht das Ganze auch mit Tagen. Da muss man hier allerdings nicht Month logischerweise angeben, sondern Days. Okay, ja, und soweit ich weiß, gibt es ansonsten nichts wirklich Wichtiges mehr an den Metatext. Ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren. Und einfach dann mir Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann noch ein Video dazu. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, geht es sowieso immer. Und in dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.